Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schminke ich euch diesen Look hier mit ganz, ganz besonderen Produkten. Und zwar sind das Beauty-Produkte von Beauty Loop. Beauty Loop ist ein Unternehmen, das Kosmetik herstellt mit veganen und halalen Kosmetiks. Genau. Also das heißt, die Inhaltsstoffe sind halal und vegan. Und genau, sind halt natürliche Mineralstoffe enthalten. Also die Kosmetik wurden auch nicht an Tieren getestet oder sonst irgendwas. Deswegen sind sie auch vegan und enthalten natürlich auch dementsprechend keine tierischen Inhaltsstoffe, was ja bei den normalen Kosmetikern sehr oft der Fall ist, was man nicht weiß. Dann würde ich auch schon sagen, fangen wir an. Viel Spaß. Fangen wir auch schon an mit der Foundation. Meine Pfleger ist schon aufgetragen. Und genau, da habe ich dieses Ding bekommen mit der Foundation in Puderform. Und das gebe ich mir jetzt etwas in den Deckel und trage den dann mit dem Puder. Mega unkompliziert. Man trägt es einfach mit einem Pinsel auf und kann die Deckkraft, je nachdem wie man es haben möchte, aufbauen und einfach mit einem Pinsel auftragen, drüber wischen und fertig. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Plus. Machen wir weiter mit dem Concealer. Das Besondere dabei ist, dass es auch in einer Puderform kommt. Das Ganze trage ich auch mit diesem Concealerpinsel von Soeva auf. Mal gesehen habe, dass der Concealer auch in Puderform ist, habe ich mir gedacht, wie soll das funktionieren, aber ja, nach dem ersten Auftragen hat es total Sinn ergeben. Also ja, warum denn auch nicht Concealer in Puderform? Hat auch eine sehr, sehr schöne Farbe, also ist nicht zu hell, nicht zu dunkel, nicht zu pinkstichig. Genau, ein gelbes Unterton, was ich sehr, sehr finde bei Concealer. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennt. Ich hole euch mal ein bisschen näher dran. Also sieht auf jeden Fall sehr weich gezeichnet aus. Voll schön. Machen wir weiter mit dem Highlighter. Und zwar kommt das auch in so einer Puderform. Das geben wir uns auch etwas auf den Deckel und gehen dann wieder mit unserem Pinsel da rein. Also ich habe schon viele Instagram-Bilder gesehen mit diesem Highlighter und der ballert wirklich sehr. Krass. Der ist ja heftig. Erkennt ihr das? Sieht echt heftig aus. Also der geht eher ins rosastichige, was mir eigentlich so ganz gut gefällt. Ansonsten können wir den natürlich auf die Nasenspitze auftragen. Oh, an der Oberlippe. Also mit den Restprodukten, was noch im Pinsel ist. Genau, und unter den Augenbrauen würde ich das eigentlich auch machen. Genau, machen wir weiter mit den Augenbrauen. Und zwar habe ich dafür auch ein Puderprodukt zugeschickt bekommen. Und zwar kommt es in so einem kleinen süßen Fläschchen. Ich habe bei meinen Augenbrauen immer das Problem, dass an der Stelle von der Narbe die Farbe irgendwie nicht hält. Aber bei dem Puder klappt es eigentlich ganz gut. Also ich kann das wirklich gut übermalen damit. Ist eine komische Reihenfolge, aber machen wir weiter mit dem Blush. Also ich trage normalerweise nicht so gerne Blush, aber die Farbe ist echt schön. Geht so ins, ja, ins Rosa, ne? Weiter mit den Augen. Und zwar habe ich dafür auch zwei Produkte. Einmal ein Eyeliner und einmal ein Lidschatten. Genau. Ich klebe mir jetzt hier an den Augen einen Tesafilmstreifen drauf, um einfach die Linie viel schärfer hinzubekommen. So, und die Tesastreifen sind jetzt drauf und fangen wir an mit dem Lidschatten. Das ist so ein schwarzer
Lidschatten mit so leichten Glitzerpigmenten. Gebe ich mir jetzt auch etwas davon auf den Deckel und trage den dann auf. So, das Ganze trage ich jetzt mit so einem flachen Pinsel auf. Beim Auftragen auch den Fallout auf, weil das kann sehr schnell passieren, dass ihr die ganzen Krümel hier auf eurer Haut habt und das ist dann nervig beim Saubermachen später. Deswegen ganz vorsichtig auftragen. So, also wenn man möchte, kann man das so lassen, aber ich möchte das mehr intensivieren und gebe daher noch einen Eyeliner drüber. Also der Eyeliner kommt auch in einer Puderform, so ein kleines Tiegelchen. Und man kann den entweder ja, ganz normal trocken auftragen mit dem Pinsel oder man feuchtet den Pinsel etwas an und geht dann damit in die Farbe, was ich jetzt machen werde. Weil im trockenen Zustand bröselt das, finde ich, etwas stark. Deswegen habe ich es vorher angefangen. Etwas von dem dunklen Lidschatten am unteren Wimpernkranz drauf. Der fertige Look aus, also mir gefällt das ganz gut. Ich habe jetzt noch etwas Wimperntusche aufgetragen und ein Lipgloss, aber ihr könnt natürlich jeden beliebigen Lippenstift auftragen, den ihr möchtet. Und Lippenstift und Wimperntusche hat Beauty Look natürlich auch. Genau, ich habe jetzt keinen da gehabt. Ich habe jetzt zum Testen leider keinen zugeschickt bekommen, aber das ist auch nicht schlimm. Genau, ihr könnt auf der Webseite einfach nachschauen, welche Farben die haben und genau, falls euch dafür interessiert. Ja, wie gesagt, das war's mit dem Look hier. Ich finde, der ist ganz gut rausgekommen, perfekt für den Alltag. Man kann sich natürlich auch nur einen Lidstrich ziehen, ohne den Lidschatten vorher drunter aufzutragen, aber ich fand das jetzt eigentlich ganz schön. Ja. Genau. Also alle Produkte, die ich benutzt habe, werde ich euch unten in der Infobox auflisten und alle Produkte, die ich benutzt habe, werde ich unten in der Infobox für euch auflisten. Tür richtig zu. Genau, das war's mit dem Look. Ich finde eigentlich, der ist ganz gut rausgekommen. Für den Alltag auf jeden Fall perfekt. Man kann natürlich den Lidschatten auch weglassen und nur den Eyeliner ziehen. Würde auch sehr, sehr schön rauskommen. Also ja. Genau, was ich euch noch zeigen möchte, was ich getestet habe, sind Nagellacke von Beauty Loop. Und ich habe drei Farben momentan hier. Die eine Farbe hier, die heißt Chöl, glaube ich. Also C-O-L. Das ist so eine wunderschöne Nude-Farbe, die habe ich wirklich jeden Tag getragen. Die ist auch schon fast leer, so ist hier aufgebraucht und habe ich sehr, sehr gerne getragen. Die habe ich mir auch selber bestellt gehabt damals. Und dann habe ich von Beauty Loop
zwei weitere zum Testen zugeschickt bekommen. Einmal diesen roten Ton, so ein hellroter Ton ist das. Und noch ein weiterer Nude-Ton, den trage ich auch gerade auf den Fingern. Der ist so, so schön. Da sind leichte Glitzerpartikel drin, aber die merkt man wirklich kaum. Hier habe ich zwei Schichten aufgetragen und hier eine Schicht. Ja. Genau. Auch perfekt für den Alltag, finde ich. Also die haben auch noch ganz viele andere Farben, könnt ihr gerne vorbeischauen auf der Webseite. Das Besondere bei den Nagellacken ist es wirklich, zum einen natürlich sind die auch vegan und das andere, die sind wasserdurchlässig. Und zwar muss man ja vor dem Gebet eine Gebetswaschung durchführen und da auf den Nägeln müsste halt auch Wasser dran kommen. Und dieser Nagellack ermöglicht es, Nagellack zu tragen und die Gebetswaschung durchzuführen, weil durch diesen Nagellack eben Wasser durchgeht und das ist sowas von praktisch, ihr könnt es euch überhaupt nicht vorstellen. Ich habe sehr, sehr lange keinen Nagellack mehr aus diesem Grund eben getragen. Ich habe sehr, sehr lange keinen Nagellack aus diesem Grund eben nicht getragen und dann habe ich Beauty Loop entdeckt und habe mir den einen Nagellack bestellt und war so begeistert von dem. Genau, jetzt hatte ich eben die Möglichkeit auch mal die Kosmetikprodukte zu testen und auch zwei weitere Nagellack von denen. Die Produkte von Beauty Loop sind etwas teurer, aber man muss dazu auch sagen, die haben so qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe und das ist alles natürlich und wurde nicht an Tieren getestet. Und genau, muss man eben für sich wissen oder für sich entscheiden, gibt man mehr Geld für Produkte aus, bei denen ich wirklich mit gutem Gewissen die benutzen kann, oder gibt man etwas weniger Geld aus für Produkte, bei denen ich nicht wirklich weiß, was für Inhaltsstoffe da drin sind oder ob sie jetzt an Tieren getestet worden sind oder nicht. Ich persönlich benutze beides. Ich kann leider nicht auf die normale Kosmetik verzichten, weil es ja, ist meine Leidenschaft, ist mein Hobby und da gibt es einfach viel, viel mehr Auswahl. Aber im Alltag werde ich auf jeden Fall hin und wieder auf die Naturkosmetik zurückgreifen. Wie man sieht, kann man auch damit sehr, sehr schöne Looks schminken für den Alltag. Nicht nur für den Alltag, man könnte auch damit einen ganz, ganz besonderen und auffälligen Look schminken, wenn man andere Produkte in anderen Farben hat natürlich. Genau, also schaut da sehr, sehr gerne vorbei bei Beauty Loop auf der Webseite, die verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und ja, schaut da einfach mal vorbei. Vielleicht findet ihr etwas, was euch gefällt. Ansonsten war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!